Hallo, ich möchte euch heute den OneNote Webclipper vorstellen. Das ist ein Tool, mit dem ich Webseiten, Zeitungsartikel ins OneNote ausschneiden kann mit einem einfachen Klick und es kommt wirklich in einer sehr schönen Form dann im OneNote an. Dieses Tool kann ich mir im Shop herunterladen. Ich zeige euch das einmal in den drei gängigsten Browsern. Ich habe mir das für den Firefox angeschaut. Im Firefox ist es hier oben zu sehen. Das Symbol schaut eigentlich in allen Browsern gleich aus. Im Firefox finde ich es unter den Add-ons, ja, bei den Empfehlungen entweder beziehungsweise bei den Erweiterungen kann ich es hier dann aktivieren. Dann habe ich den Edge-Browser. Auch hier habe ich hier oben das Symbol dann. Und ich habe den Google Chrome. Auch hier dieses Symbol. Es gibt ja auch noch eine zweite Möglichkeit, und zwar, wo ich sagen kann, in OneNote drucken. Ich finde aber diese Möglichkeit für das Ausschneiden eines Zeitungsartikels oder eines anderen Artikels auf einer Seite einfach wirklich sehr praktisch. Ich zeige euch das einmal. Ich schiebe das da jetzt wieder hinüber. Und wir fangen einmal an mit dem Firefox. Ich möchte hier, ich habe mir einen Artikel hier rausgesucht, ja, und ich möchte hier diesen Artikel zum Beispiel als ganze Seite im OneNote verfügbar machen. Ich habe auch noch drei andere Möglichkeiten. Ich habe hier oben die Möglichkeit, dass ich mir einen Text auch noch eingebe. Das heißt, ich kann zusätzlich zu dem Artikel oben selbst noch einen Text definieren, den ich selber eingeben kann. Mein Internet ist ein bisschen langsam, deswegen dauert das ein bisschen, aber grundsätzlich sehe ich dann hier gleich einmal die ganze Seite dieses Zeitungsartikels als Vorschaubild. Und hier unten bei den Speicherorten kann ich mir dann den jeweiligen Speicherort auswählen. Also ich sehe hier alle meine Notizbücher und kann mir den jeweiligen Speicherort und auch gleich den jeweiligen Abschnitt auswählen, wo ich meinen Artikel gespeichert haben möchte. So, wenn das dann funktioniert, dann sollte es eigentlich schnell gehen. Ich zeige das vielleicht einmal ganz kurz in der Zwischenzeit bei einem anderen Browser, eine andere Möglichkeit her. Und zwar haben wir hier jetzt den Edge-Browser. Ich habe hier wieder das OneNote Clip to OneNote-Symbol. Und ich möchte hier zum Beispiel jetzt einen Bereich ausschneiden. Dann kann ich mir diesen Bereich hier ausschneiden. Und dann kann ich hier zum Beispiel auch noch einen anderen Bereich hinzufügen. Also ich kann hier oben sagen, andere Region hinzufügen. Und dann schneide ich hier beispielsweise noch einen zweiten Teil aus diesem Artikel aus, den ich ins OneNote verfügbar machen möchte. Ich kann auch hier wieder sagen, Notiz hinzufügen. Das ist ein Ausschnitt beispielsweise. Und dann habe ich hier wiederum die Möglichkeit, das Notizbuch auszuwählen. Und dann sage ich einfach ausschneiden. Dann wird das Ganze ins OneNote ausgeschnitten. Wenn er fertig ist, zeigt er mir das hier an. Und in der Zwischenzeit, das ist jetzt, geht jetzt schnell, jetzt warte ich hier noch schnell. Genau. Dann kann ich zum Beispiel hier sagen, gleich in OneNote anzeigen. Eröffnet OneNote dann im Browser und zeigt mir dann gleich diesen Artikel im OneNote im Browser an. Das Ganze funktioniert aber natürlich auch, dass ich es mir in der App anzeigen lasse. Und die habe ich hinten offen und ich zeige euch dann auch gleich, dass das auch in der App sofort verfügbar ist. So, das ist jetzt dieser Artikel, den ich mir da gerade ausgeschnitten habe. In der Zwischenzeit hat auch schon das ganze Seite ausschneiden funktioniert. Manchmal dauert es ein bisschen, bis er das richtig geladen hat. Man sieht schon in der Vorschau, das Ganze schaut genauso aus, wie wenn ich mir das direkt auf der Seite anschaue. Den Speicherort habe ich schon ausgewählt und ich sage dann einfach wieder ausschneiden. Wenn das Ganze ausgeschnitten ist, okay, da fragt er mich jetzt, ob ich das ob ich das bewerten möchte. Das möchte ich nicht. Dann sage ich einfach hier im OneNote anzeigen nicht, weil ich möchte es mir jetzt nicht online anschauen. Und wenn das Ganze schnell genug ist, dann sollte hier, das ist schnell genug, das Internet gerade, dann sollte hier jetzt da schon dieser Artikel genauso, wie er im Web verfügbar ist. Entschuldigung. Hier beide Artikel sehe ich jetzt auch schon in der App. Also das ist der erste Artikel, den ich ausgeschnitten habe. Und man sieht, das schaut genauso aus. Man kann das super toll lesen. Und so kann ich einen Artikel schnell verfügbar machen. Der zweite Artikel oder die Artikelteile, die ich ausgeschnitten habe, sehe ich auch schon in der App.
Und ich kann hier natürlich jetzt auch meinen Text noch einmal verändern. Ich zeige euch auch noch die dritte Variante und vierte Variante. Ich habe hier jetzt den, den Google Chrome. Ich habe hier wieder Clip to OneNote. Und den Artikel. Also wenn ich einen Artikel als Artikel speichere, dann sieht man vielleicht auch gleich, dass ich hier diese Hintergrundfarbe und so weiter nicht habe. Das heißt, dieser Artikel wird wirklich als reiner Text ausgeschnitten. Und ich habe hier zusätzlich die Möglichkeit, den Text hier zum Beispiel zu unterstreichen. Ich kann hier einen Bereich herausstreichen. Ich kann hier auch noch ein bisschen was an der Schrift ändern und kann natürlich oben wieder was hinzufügen, eine Notiz hinzufügen und dann sage ich einfach wieder ausschneiden und das Ganze wird ausgeschnitten. Und ich zeige das vielleicht gleich hier an diesem Beispiel jetzt dann noch her zum Schluss. Die letzte Variante, das Lesezeichen. Beim Lesezeichen, das geht ganz schnell, wird einfach dieser Artikel als kurzes Lesezeichen ausgeschnitten. Ich sage wieder ausschneiden und so habe ich ganz schnell mit ein paar Klicks einen Zeitungsartikel, egal wie lang er ist, in OneNote ausgeschnitten und verfügbar gemacht. So, vielleicht schauen wir uns das noch ganz kurz an, wie das dann da ankommt. Das ist jetzt dieser Artikel, den ich ausgeschnitten habe, wirklich als Text ohne Hintergrund. Ja. Hier kann ich ihn natürlich jetzt auch noch nachbearbeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, das, die Werbung da, die möchte ich nicht. Dann lösche ich sie einfach und habe eigentlich ganz schnell einen toll auszudruckenden Artikel oder den ich weitergeben kann und hier in OneNote natürlich weiter bearbeiten kann. Und die letzte Möglichkeit war, so, das ist noch nicht hier, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ja, das Lesezeichen, das dauert noch ein bisschen, aber das sollte eigentlich auch dann gleich zu sehen sein. Das wird dann einfach in einem, auf einer eigenen Seite eben als Lesezeichen mit dem Link hineingepostet. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr abwarten, aber ich glaube, das kann man selber ausprobieren.